Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue und Lifestyle. Heute gibt es eine Fondue Käsesonne à la Klaus Grillt. Natürlich eine Grand Chill Spezialversion, wie ich das gerade gemacht habe. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen meinen besten Pizzateig oder euren besten Pizzateig. Ich werde es unten in der Infobox verlinken. 120 Gramm Baconwürfel. Mit Bacon wird alles besser. Um das Ganze ein bisschen optisch aufzuwerten, nehmen wir Chiasamen und frecher Feta von Klaus Grillt. Der passt perfekt zu Käse. Dann brauchen wir einen leckeren Käse. Ich nehme hier Fondue-Käse, das sind die kleinen Portionen, da könnt ihr selber reinmachen, wie viel das reinpasst. Perfekt für die Käsesonne. Dann ein Eigelb, um das Ganze noch zu bestreichen, dass alles gut hält. Dann aus dem letzten Video die Smoky Porky Würstchen, grobe Bratwurst, selber gemacht mit dem Smoky Porky Rub von Klaus. Danke nochmals für die Gewürzmischung, passt hervorragend. Das sind alle Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann geht es gleich los mit dem Teig. Nehmen wir uns einen schönen Teig raus. Der ist richtig nochmal aufgegangen, 3 Tage alt. Einfach ein bisschen luftdicht einigermaßen verschließen. Ihr habt es gesehen, hat schon rausgedrückt. Jetzt kneten wir den nochmal gut durch. Dann Baconwürfel einarbeiten. Ihr seht, es ist richtig kalt, aber egal. Da müssen wir durch. Schön eingearbeitet ist, teilen wir das Gute auf. Einen guten Teig. Und formen uns daraus schöne Buns. Immer unten reinziehen, von oben nach unten. Dass sie etwa so aussehen, das mache ich nur mit allen und dann geht es gleich weiter. Pizzastein schon mal wenig vorgewärmt. Dann ein Tonschälchen, irgendwas Feuerfestes, das ihr habt. Käse da rein. So schmelzt uns der richtig gut hier. Für die Sonne die rundherum drapieren. Eigelb, schon fast gestockt vor der Kälte. Ein bisschen aufmischen. Alles schön einpinseln. Die Chiasamen und den frechen Feta. Dann
Darf auch ein bisschen was über den Käse natürlich. Passt gut. Würzt das Chiasamen noch drauf. Da könnt ihr drauf machen, was euch schmeckt. Da gibt es unzählige Versionen. Mal Grillrübe. Mal reinstellen. Nehmen wir unsere Smoky Parky Würstchen. Die riechen fantastisch. Schneiden uns die in drei Teile. Und dann kommen die auch noch rüber in den Grill. Würstchen legen wir dazwischen. Können sie gut aufknuspern. Das Ganze grillen wir jetzt bei 190 bis 200 Grad für 20 bis 25 Minuten. Sehen wir uns später wieder. Nach 20 Minuten schauen wir mal rein. Das sieht schon hervorragend aus. Letzten 5 Minuten nochmal hochheizen und dann wird angetestet. 5 Minuten später, bisschen hochgeheizt. Sieht das fantastisch aus, nehmen wir raus und dann testen wir es gleich an. So Freunde, habt ihr gesehen, sieht fantastisch aus. Jetzt müssen wir das natürlich antesten. Nehme ich mal ein bisschen vom Brot. Super knuspriger Boden. Das Fondue mit dem Gewürz perfekt. Passt super. Und dann die Smoky Porky Würstchen. Braucht man keinen Käse. Die kennt ihr schon. Macht das unbedingt nach. Auch mit Käse. Ja, Freunde, eine gelungene Sache, würde ich sagen. Super einfach, geiler Snack. Am Abend, wenn alle schon ein bisschen zwei zu viel hatten, gibt nochmal guten Boden. Nächsten Tag seid ihr froh. Und wie immer, Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen. Job reinschauen, zwei weitere Folgen für euch und bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill Barbecue & Lifestyle. See ya!